Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Wast. Ja, heute spiele ich Wast. Wast ist immer noch in der Alpha-Phase. Wer was nicht kennt, guckt einfach Videos. Ja. Ich, sind dies? Grafikbook. Wast ist halt Spiel auf Steam. Und Survival Game wie DayZ und so alles. Und ja, ich denke mal, Bachelor erklärt sich, wenn man es spielt und sieht. Zuerst tue ich mir eins, dass ich hier meinen Stein bekomme. Ach, man ist komplett nackt. Wundert euch nicht, falls ich irgendwann mal was rausschneiden muss. So. Schön abbauen. Das sollte man zwar nicht mehr auf einer Stelle stehen bleiben, aber ich habe ja eh noch nichts zu verlieren. Ja. Ich habe mal ein bisschen Musik angemacht. Ich baue hier jetzt Holz ab mit dem Stein. Ja. Ah, jetzt habe ich wieder ein Holz bekommen. Das steht nämlich so. Der Wood. Kein Holz mehr in dem Baum. Das ist schon alles abgebaut. So sieht eine Hütte aus. Wenn, ja, eine kleine Hütte halt, die man machen kann. Da hinten. Das ist schon ein bisschen was Größeres. Das ist eine Stadt, in die man auch gehen kann, aber da gehe ich nicht rein. Weil, ganz einfach, da wäre ich direkt tot, weil da die auch Zombies sind. Ja. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. Als Inventar gehen wir hier mit Tab. So. Ups. What? Okay, der Server leckt gerade brutal. Brutal. Alter! Server, der leckt gerade richtig. Ordentlich. Also nochmal hier rüber. So, unten rechts haben wir ja auch unsere, wie viel Leben wir haben, wie viel Food, wie viel Rats. Hier gibt es auch Strahlung. Das erkennt man, wenn es tickt. Ganz einfach. Okay, der Server leckt gerade. Ja, der leckt richtig. Jetzt kann auch sein, bei West die Server auch alle gedost werden. Das könnte natürlich auch daran liegen. Aber wie es aussieht, beruhigt sich jetzt gerade wieder. Ja, jetzt würde ich schon sagen, jetzt habe ich mich geirrt. Ja. So, also hier sind die Grundressourcen, Holz und Stein. Holz bekommen wir halt an jedem Baum oder an solchen Holzsammelstellen. Da sind so schon Holzblöcke fertig, müssen wir nur noch draufschlagen. Also ich muss sagen, das macht gar keinen Spaß, wenn es liegt. Das nervt mich gerade. So, und euch nervt es wahrscheinlich schon auch. Lang. Was ich jetzt noch bräuchte, werden jetzt Schweine und Stein. Beziehungsweise erster Stein, dann Schweine. Und ich, da habe ich erst auch. Alter! Nee, das leckt so brutal. Ich weiß nicht, woran es leckt. Liegt. Was leckt. So, da gehe ich jetzt hier lang. Ja. Was gibt es noch zu dem Spiel zu sagen?
Ja, ist halt so, kann fast sagen, Open World. Es gibt halt ein Crafting-System, aber da gehe ich erst später drauf ein. Was sind das für ein. Ja. Ja, hier diese Steine. Also die großen Felsen. Was hier das sind. Das sind jetzt die schwarzen Steine. Also die dunklen. Da kommt mal ein Stein und Sufflaor. Sufflaor ist, soweit ich weiß, das mit. Ne, Metalor. Das ist Metall. Sufflaor weiß ich jetzt gerade gar nicht, für was man es braucht. Oder das werde ich schon noch rausfinden. So. Jetzt habe ich den Stein auch abgebaut. Jetzt gehe ich schon mal ins Crafting-Menü. Wenn hier das nicht angezeigt wird, muss man hier oben auf Crafting drücken. Dann suche ich mir auf Survival. Oder ne, wo war's? Doch, auf Survival Stonehatchet aus. Ach, mir fehlt nur ein bisschen Stein. Gut, muss ich hier das noch abbauen. Mittelohr. Gut, hier bekommt man halt auch raus. So. Nochmal Stonehatchet, jetzt habe ich ja alles. Crafting, da dauert es eine kleine Zeit. Dann craftet er das, dann in dieser Zeit ist man auch langsamer. Das ist ein. Ja. Und man kann auch ganz normal weiter abbauen. So, Crafting, Crafting, Crafting. Jetzt hier tue ich mir wieder. Ach so, jetzt ist mit dem Crafting fertig. So, dann haben wir hier das fertige. Ziehe erstmal den Stein nach oben. Das auf die 1. So, dann haben wir das hier. Mit dem können wir auch schon viel schneller schlagen. Also ich fände es jetzt noch cool, wenn hier die Bäume umfallen würden oder so. Dass man sie abmacht. Aber da gibt's auch. Da ist schon ein bisschen größeres Haus. Ja. Hier ein bisschen lang. So, vielleicht kommen noch ein, zwei Spieler dabei, falls ich das noch nicht gesagt habe. Aber das steht noch nicht ganz fest, ob die mitmachen wollen, beziehungsweise Zeit haben. Ja. Ich würde mal gern euer Feedback hören, beziehungsweise lesen, wie euch das Spiel gefällt. Und was ich mal hier, ihr könnt mir auch mal reinschreiben, was weiß ich, so kleine Missionen, die ich mal machen soll. Baue ein 10-stöckiges Haus oder so. Oder was weiß ich. Baue ein irgendeine Waffe. Leg dich mit einem Wolf an. Das ist irgendetwas. So kleine Minimission könnt ihr mir ja mal geben. Also in die Kommentare schreiben. Und das Ganze nennen wir dann mit Games Mission. Oder also irgendwie. Schreibt da dann am besten hin, Hashtag, also Raute Games Mission. Oder ja, ganz einfach Games Mission. Und dann ganz einfach, was ihr mir für eine Mission geben wollt. Und da geht's nicht lang. So, langsam muss ich jetzt mal Schweine finden. Krieg nämlich Hunger. Sobald meine Hunger. Balken auf 0 ist, komme ich Damage und ich kann baue langsamer ab und alles. Und ja, bei der ersten Folge bleibe ich jetzt erstmal auf 10 Minuten. Ich denke mal, die ersten ein paar Folgen mache ich 10 Minuten und dann sehe ich, ob ich weiter. Also weiter 10 Minuten mache oder nur oder auch länger 15 Minuten. Und ja,
würde ich mich jetzt auch schon verabschieden und sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und auf Wiederspiel. Tschüss.